Herzlich willkommen Ihnen allen daheim. Schön, dass Sie bei uns in die Stube schalten. Wir senden live aus dem Champions League Studio und haben das probiert, auch liebevoll zu dekorieren. So am Freitag, Karfreitagabend. Und Sie haben ihn natürlich erkannt, vis-à-vis von mir, in sicherer Distanz der bekannte Fußball-Virolog, der Rolf Ringer. Wir sollten die Leitung haben auf Köln jetzt, zu unserem neuen Medienstar, der umgereicht wird. Was sagt eigentlich deine Frau dazu? Du gehst ja manchmal auch durch die Wohnung und kommentierst irgendwas. Keine Frau hat gerne so einen Kerl zu Hause, nehme ich mal an. Definitiv, die möchte sehr gerne der UEFA und der deutschen Fußballliga Geld zahlen, dass sie am liebsten nächste Woche wieder anfangen. Sie hofft sehr, dass es mit Geisterspielen wieder weitergeht. Die ist halt beim Kochen fällig, beim Yoga, da wird alles wegkommentiert. Mittlerweile auch die Bewohner in meinem Haus. Ich wohne hier in einem sehr hellhörigen Altbau. Die hören jedes Wort mit und die hoffen einfach, dass es bald wieder losgeht. Ist das das Fenster neben dir, wo du auch schon Schalten gemacht hast? Können wir mal live, kleine Reportage. Wir können uns mit damit gleich verabschieden. Viel Glück und kommentier doch noch rasch was. Oh ja, sehr gerne. Ich guck mal, ich halte mal hier aus auf die Neusser Straße hier in Köln-Nippes. Halt das Handy gut fest, sehr wenig los. Da ist einer an der Ampel, der jetzt hier vermutlich gleich den Kickstart hinlegen wird. Er wartet brav bei Rot, so ist das richtig. Hier finde ich gut, die beiden mit großem Abstand. Nee, oh, der Abstand ist zu eng, aber die sind wahrscheinlich Geschwister. Das ist gut und jetzt geht er los und jetzt kommt auch der Gruß hier an den Kommentatorenposten, jawohl. Hallo, ja. Aber Bio, du hättest vielleicht genug Zeit, um mal deine Kinder zu ziehen, finde ich. Hey, danke vielmals. Gruß nach Lugano. Tschüss, ciao miteinander. Tschüss. Es ist aber noch schön, mal in die Stube reinzuschauen, auch vom Roman. Also wenn er ein bisschen auf die Seite rutscht, dann sieht man dort hinten noch einen Dyson-Staubsauger. Sag aber nicht, dass du den selber brauchst. Hä? Machst du das selber? Nein, das war ein Muss von meiner Putzfrau und meiner Freundin. Sozusagen. Die haben beide geschwärmt von dem. Und, aha. So habe ich so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Ich kann mich davor drücken und sie machen es gerne. Ja, natürlich, das ist ein hochdelikates Thema jetzt. Das müssen wir ganz klar sehen. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir den Fußball nicht immer reduzieren auf die bestverdienenden Superprofis, die wir in der Champions League sehen, spielen. Sondern wir müssen uns bewusst sein, ein Fußballclub ist ein Unternehmen heutzutage, das 200, 300, vielleicht 500 Mitarbeitende hat, wo gar nicht jeder ein Millionärseinkommen hat, sondern im Gegenteil zum Teil ganz bescheidene Gehälter haben. Und die haben jetzt heute in dieser Zeit genauso Angst um ihre Existenz wie Mitarbeitende in anderen Unternehmen. Ich kenne jetzt natürlich den Titel nicht, aber schön ist schon. Und wenn wir Zeit hätten, würden wir ganz rausspielen. Guillaume, vielen Dank. Tschüss, danke. War sehr schön. Das wird ein Hit, das wird ein Hit. Guillaume Faeber, Goalie vom FC Thun. Stefan Lichtsteiner, haltet die Familie noch aus mit dir zuhause? Oder bist du ab und zu ein bisschen grummelig? Nein, es geht eigentlich. Also ich kann ja zum Glück noch gut trainieren gehen im Wald, ein bisschen gut zu Hause lassen. Und jetzt haben wir diese Woche auch in Augsburg wieder trainiert, die kleine Gruppe von dem her. Ich fange wieder an. Ja. Nein, erzähl, wie ist das? Ist er dann als Mann ganz anders drauf, wenn er nicht kann, die Energie loswerden kann? Nein, also Gott sei Dank ist er gesund und ich habe ihn jetzt mal anders zu Hause erlebt. Also 7 Tage am Stück zu Hause, und letztes Mal, als er hier in der Schweiz war, ich dachte, was mache ich mit ihm? Ich weiss nicht, was anfangen. Er hat sogar den Balkon geputzt mit eigenen Händen. Ich habe gesagt, er ist Cinderella oder Stevenella, habe ich ihn umtitelt. Also wirklich. Im Rock'n'Roll ist einfach, weißt du, nicht pro die Länge, was Schnäbi ist und was nicht Schnäbi ist, oder? Was ich so richtig bekomme. Anyway. Also haben Sie auch ein neues Hobby? Der Rolf Ringer lehrt jetzt Italienisch. Ich habe mich versucht, ein bisschen mit Yoga auseinanderzusetzen. Ich war überrascht, wie streng das kann sein. «Wir gehen ins Tessin», habe ich heute noch einmal gelesen. Also in allen Sprachen und am Schluss, ja, «Wir gehen ins Tessin». Hast du mir den geschickt? Nein, richtig geschickt. Sicher? Ja. Aber du hast mir noch nie einen lustigen geschickt, der ist sogar noch lustig. Das kann man jetzt mal sagen, jetzt wo wir so ein bisschen im intimeren Rahmen sind, die besten Jokes, erzählt der Rolf Ringer. Wenn Sie ihn noch jemand sehen, er schätzt das auch. Irgendwo an einer Kasse sprechen Sie nach, Herr Ringer, erzählen Sie einen Witz, er hat einen super Witz. Dann können wir das live, weil man weiss ja nicht, auf Instagram oder so, ist das einfach der 7000. Versuch? Normal. Bravo. Bravo. Hätten wir Leute im Stadion da bei uns, würden wir jetzt klatschen. Also er hat offenbar Alternativen. Danke vielmals, Pascal Schöpf, Gruß auf Luzern. Danke, tschüss. Jetzt aber wirklich die schönste Ecke von deinem Haus, wo uns da präsentierst. Wo bist du? Ja, ich hätte noch aufs WC gehen. Nein, ich bin eigentlich in der Küche, so ein bisschen an der Bar.
Also komm, beweisen, zeig mir rasch rundherum. Also wir sehen nichts, nur, irgendwie, nur ganz kurz. Zeig mir rasch, wo man... Ah ja, gut, jetzt ist es ganz anders. Aber nur an der weißen Wand. Kann ich kurz den Refrain haben? Wenn der Wind, der uns antreibt... Auf einmal von ganz woanders herweht. Ah, neuer Wind, oder das wollen wir sagen. Wir hoffen das Beste und nehmen dann, wie es kommt. Auf alle Fälle frohes Osterfest und gute Nacht miteinander. Bis hoffentlich sehr gleich wieder. Tschüss.